Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihre virtuelle Frühjahrsvollversammlung beendet. Großes Thema war die Aufklärung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche. Hier hatte es im Vorfeld viel Kritik an der schleppenden Aufklärung gegeben. Auch der Umgang mit Homosexualität und der Rolle der Frau in der Kirche war Thema. Auch die jüngsten Skandale rund um das Erzbistum Köln wurden besprochen, nachdem hier ein Gutachten zum Missbrauch noch immer zurückgehalten wird. Aus Protest hatte es eine Welle von Kirchenaustritten gegeben. Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben. Und sicherlich gibt es manches im Erzbistum Köln dazu zu klären, aber allein den Fokus auf den Erzbischof von Köln zu richten, das wäre doch kurzschlüssig. Auch das ist in unseren Gesprächen deutlich geworden. Wir alle Bischöfe der 27 deutschen Bistümer tragen Verantwortung für die Lage.